Maximilian Wilk ist einer der Geschäftsführer bei Arcon Pure in Bensheim. Seit 2018 bietet das Unternehmen eine Lösung für ein Problem, das viele Hausbesitzer in Deutschland beschäftigt: sehr kalkhaltiges Wasser. Im Gegensatz zum Ionenaustausch, also zum Entkalken durch den Einsatz von Salz, arbeitet ihr Verfahren mit sogenannten Impfkristallen. Ein Vorgang, der die Zusammensetzung des Wassers nicht ändert, trotzdem aber Abhilfe bei den klassischen Kalkproblemen schaffen soll. Der Schlüssel bei diesen Anlagen ist, dass der Kalk in eine Struktur überführt wird, die ein geringeres Anlagerungsverhalten hat. Das heißt, der Kalk lagert sich verringert an Oberflächen an, zum Beispiel in Rohrleitungen oder auf Oberflächen, und wird dann bei jeder Wasserentnahme einfach mit ausgeschwemmt. Das Kalkschutzverfahren schont also nicht nur die gesamte Trinkwasserinstallation, sondern auch Geräte wie Wasserkocher oder Kaffeemaschine. Und nicht zuletzt erleichtert es den Alltag, weil beim Putzen Kalkablagerungen weniger auftreten und sie, wenn, dann einfach zu entfernen sind. Entkalkungsanlagen auf Basis von Salz entfernen zwar den Kalk komplett aus dem Wasser, können aber für Bestandshäuser mit alten Rohrleitungen zum Problem werden. Der große Vorteil ist von der Arcon-Pure Kalkschutzanlage oder von anderen Kalkschutzanlagen, dass sie deutlich freundlicher gegenüber der Trinkwasserqualität sind als eine herkömmliche Wasserenthärtungsanlage mit Salz. Denn dadurch, dass ich den Kalk im Trinkwasser belasse, der sich nur weniger ablagert, wird das Wasser dadurch nicht korrosiv, greift also keine Rohrleitungsmaterialien an. Ich kann damit auch mit gutem Gewissen so eine Anlage in einem alten Gebäude verbauen. Bei einer Wasserenthärtungsanlage mit Salz, in dem Moment, wo die Wasserhärte reduziert, also Kalk entfernt, greife ich in die Wasserchemie so ein, dass das Wasser etwas korrosiver oder aggressiver gegen den verbauten Materialien wirkt. Der Einbau einer Kalkschutzanlage wie Arcon Pure braucht im Normalfall keine große Vorbereitung, ist in kurzer Zeit erledigt. Sie wird in das bestehende Leitungssystem integriert. Dafür sind 40 bis 60 cm gerade Leitung nach der Wasseruhr notwendig. Auch wird im Gegensatz zu einer Salzanlage kein Abwasseranschluss gebraucht. Danach hält das System, je nach Modell, bis zu 20 Jahre, ist wartungsfrei und umweltfreundlich. Kalkschutzanlagen, egal ob Sie jetzt unsere nehmen oder von einem anderen Hersteller, sind häufig etwas anwenderfreundlicher. Heißt, meistens muss zum Beispiel Betriebsmittel gar nicht nachgefüllt werden oder nur zum Beispiel alle 2 bis 4 Jahre. Manche Anlagen halten sogar noch länger. Und ich habe vor allen Dingen weniger Umwelteinflüsse. Also während zum Beispiel bei dem Wasserenthärter mit Salz Chlorid ins Abwasser geht und Natrium ins Trinkwasser, habe ich bei diesen Kalkschutzanlagen keine Chemikalien oder Stoffe, die ans Wasser abgegeben werden. Und das ist natürlich dann nicht nur aus Konsumentensicht ein großer Vorteil, sondern langfristig, vor allen Dingen, wenn man die Masse an Wohngebäuden in Deutschland betrachtet, von denen wir immerhin 19 Millionen haben, von denen ungefähr 40% in der Region mit hartem Wasser liegen, wenn da jeder so einen Wasserenthärter mit Salz verbauen würde, dann würde eine beachtliche Menge an Chlorid eben ans Wasser abgegeben werden. Generell ist es für die Umwelt gut, sich mit dem Thema Kalkablagerungen im Eigenheim zu beschäftigen. Denn Kalk wirkt isolierend, sorgt also mit der Zeit dafür, dass die Energieübertragung in Kessel und Boiler sinkt. Jeder Millimeter Kalkschicht verringert, Pi mal Daumen, die Wärmeübertragung um ungefähr 10%. Tatsächlich ungefähr bei 2 mm Kalkschicht auf einer Wärmeübertragungsfläche erhöht sich der Energieverbrauch dauerhaft um ca. 12%. Und wenn man jetzt bedenkt, dass zum Beispiel der Bereich Warmwassererzeugung in einem Haushalt in Deutschland der zweitgrößte Posten an Energieverbrauch hat, nach Heizung, dann ist es ein großer Hebel, wenn ich hier saubere Warmwassererzeugungssysteme habe, um mehr Verbräuche an Energie zu verhindern. Auch Familie Riemenschneider aus dem hessischen Seeheim-Jugendheim ist mit der Entscheidung für ein Kalkschutzverfahren zufrieden. 2018 kam ich mit der Nachbarin ins Gespräch und sie waren ganz begeistert. Und dann haben wir das mal probiert und sind auch begeistert. Die Kalkablagerungen überall in den ganzen Leitungen, beim Badputzen, in der Küche sind die Kalkablagerungen immer mehr gewesen, im Wasserkocher vor allen Dingen. Und haben das einbauen lassen und durchs Wegwischen geht es auch wirklich gut immer wieder weg. Egal ob Putzen, Sparen oder Umwelt, die Kalkablagerungen im eigenen Zuhause zu bekämpfen, hat viele Vorteile und sollte mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung rücken. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.